sind dann die Kameras, ach, die vorne Mann einschalten, wenn es da losgeht. Ja, einmal laufen lassen, wenn es da steht, einschalten die Hanne nach und rennen lassen, wie so kümmern dann. Ist der Akku nicht jetzt. Wieder, ja? Ja. Da vorne kann ich der Schalter hier. War ja. Ein bisschen leer war schon. Ja, der Akku war leer. Warum? Keine Ahnung, wenn ich nicht. Aber trotzdem war schon an der Schalter. Okay. Kannst du noch, ja? Ja. Kannst du noch umschrauben, ja? Ja, ja, mach halt langsam. Aber jetzt, wir haben sie gesehen, die Hütte ist ausgebrannt. Ebenfalls der Königsflieger, ebenfalls der Maßstab 1 zu 4. Der Kratzputz, den man außen sieht, ist eine sogenannte Zimmeritauflage. Die diente gegen die magnetischen Haftminen. Die sollte verhindern, dass magnetische Haftminen an dem Panzer haften bleiben. Das kleine Problem war, der Gegner hatte gar keine solchen Haftminen, deshalb hat man gegen Kriegsende das Zimmer aber auch relativ wenig zusätzliche Informationen über das Fahrzeug, mit Ausnahme der schon genannten Tatsache, dass es quasi der Stand. Meine Damen und Herren, wir sehen einen russischen Kampfpanzer T-34. Der Tiger rollt. Meine Damen und Herren, leider hatte ich bei der Hummel, die an Matter war, ganz vergessen zu sagen, dass sich inzwischen unser Maßstab gewechselt hat. Die Modelle, die wir jetzt sehen, sind im Maßstab 1 Was zu 6. Im Moment auf dem Vorführhügel steht, ist wieder mal ein Königstiger, zu dem ich schon etliches gesagt habe, das mal im Maßstab 1 zu 6. Das Modell stammt, wenn ich das richtig sehe, auch von der Firma Big Tanks aus Wolgograd in Russland. Wie man gut erkennen kann, sind die Modelle voll funktionsfähig, das heißt der Turm ist beweglich, die Kanone lässt sich heben und senken, es lässt sich einen Schuss abgeben mit dem Schussgeräusch, es läuft auch das Rohr zurück, also der Rohrrücklauf ist vorhanden, sodass die Modelle recht naturgetreu gebaut werden können. Let the battle begin! So ein Großmaus! Meine Damen und Herren, auch hier wieder ein Panzertiger 1, das mal in Wehrmachtsgrau in der Grundierung. So wurden die Fahrzeuge eigentlich an die Truppe ausgeliefert und die Truppe brachte dann. Hier sehen wir wieder ein Modell Panzer 4, das mal in 1 zu 6 und mit der kurzen Kanone. Wie immer, Mogels ist immer ziemlich geil. Ist doch heimlich Pause klauen. Ne? Meine Damen und Herren, hier sehen wir einen militärischen Schwimmwagen. Und sowohl der Besitzer als auch ich haben leider relativ wenig Ahnung von dem Modell. Das heißt, ich muss die Vorstellung relativ kurz machen. Der Begriff Schwimmwagen sagt eigentlich schon alles aus. Dieses Fahrzeug ist in der Lage, auch Gewässer zu durchqueren, also zu schwimmen. Ich sehe nicht. Zu
Zu diesem Modell kann ich leider überhaupt nichts sagen, außer dass es unser Kamerafahrzeug ist. Nur ein bisschen zum Rauch. Ja. Thank you.
nicht in den Rückgang weggelassen. Geeignet als die schwerfälligen und schweren deutschen Panzer. Das Original ist mit über 5000 Exemplaren in verschiedensten Varianten in Deutschland auch ein sehr häufig gebauter Panzer gewesen. Rollen beim Schuss, dass wir hier gelegentlich elektronisch erzeugt hören, und da passt das helle Patschen von solchen Platzpatronen überhaupt nicht dazu. Das nicht bedeutet, dass wir besonders reinlich sind, sondern das ist für die Besatzungen gewesen. Unter anderem als Toilette gedacht.
Thank you.
Yeah.